Hi, und da sind wir wieder. Stehen hier vor unserem schicken, kleinen, aber feinen Supermarkt. Und ich glaube, die Folge wird auch ein bisschen weniger schnittintensiv und einfach mal ein bisschen was anderes, ein bisschen entspannt auf eine Art auch. Wir bauen nämlich weiter um und ich habe sogar noch die Idee. Nee, zulassen, um Gottes Willen. Was habt ihr hier gemacht? Das. Ich muss erstmal jetzt wieder gucken. Die Erdnussbutter war hier, ne? Okay. Warum auch immer die jetzt hier rumsteht. Das Lager kommt später auch noch dran. Das kommt später. Alles später. Ich habe mir überlegt, wir kaufen jetzt erstmal die Gefriertruhe. So. Möbel. Da gibt es auch nur eine Größe von. Okay, 400. Ja, ich glaube, wir fangen auch mit einer an. Was habe ich denn hier eigentlich? Ach, den Reiniger, okay. Ja, da können wir ja noch einmal schauen. Weil für den Gefrierschrank hätten wir jetzt, glaube ich, jetzt gerade im Moment noch gar nichts, ne? Nee. Da wollte ich gucken. Hier ist ein gutes Set, sage ich mal. Hier sind Pommes dabei, hier ist Pizza, Hähnchen, noch ein Müsli und Butter. Also zumindest die Pommes, das Hähnchen und die Pizzen, die gehören ja mit Sicherheit ins Kühlfach. Schade, hier, es gibt kein Eis, ne? Wir hatten hier ganz unten mal irgendwo ein, hier, da, ein Schokoladeneis sehe ich hier. Jakobsmuschel. Boah, sowas esse ich nicht. Da wird mir gleich schlecht. Naja. Geschmäcker sind ja verschieden. Sushi, ich esse das alles nicht. Naja, egal. Schauen wir mal hier. Bier. Dass ich zumindest weiß, ob dann später zumindest noch was kommt. Chips reiße ich hier noch. Bleichmittel. Noch ein Reiniger. Schinken und Käse. Was? Galette? Was? Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Rinderhack. Hier ist noch Vanille. Oh Gott, das ist aber. Boah. Na gut. Dann bleibt es definitiv bei der einen. Gefriertruhe. Jetzt können wir mal gucken. Hier werden für mich irgendwie. So für unsere Regale nur der Honig interessant. Schade. Und hier wären dann die Sachen fürs Tiefkühlfach. Müssen wir dann mal schauen. Schade, dass da sind immer nur so ein, zwei Produkte irgendwie dabei, die uns jetzt direkt was bringen würden, sage ich mal. Und zwar habe ich mir was überlegt mit den Kassen. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Mir gefällt das so einfach nicht. Es macht sich viel, viel geiler so. Ich habe eine Idee, müssen wir bloß mal schauen, ob das Sinn macht, beziehungsweise ob das funktioniert. So ist gut. Und zwar, es ist ja auch, ach so, wir müssen natürlich bestellen. Warte mal, wenn wir dann, weißt du was, wir kaufen jetzt einfach nochmal das Salz mit ein. Hauptsache, dass es voll ist. So. Dass wir nicht unnötig Versandkosten immer bezahlen. Sollen wir das eben einräumen? Ne, das machen wir später. So, ich habe eine Idee. Es ist ja auch real so, dass. Aber ich kann es nicht. Ah, ich habe gehofft, ich kann das hier dann so. Ja, was noch gehen könnte, ist ja vielleicht das hier. Aber dann bitte so nah wie möglich. Und vor allen Dingen haben wir dann automatisch auch eine Linie, an der wir uns ja orientieren können. So. Und jetzt die Kasse daneben. Das sollte doch eigentlich besser aussehen, oder? Setz das nochmal ab. Ah, er zeigt es mir immer so. Das ist Kacke. Oh, nee. Was ist das denn? Kann ich das irgendwie. Gott.
Nee, geht nicht. Boah, sieht aber auch irgendwie ein bisschen kacke aus, ne? Das war ja so meine Hoffnung, dass das irgendwie ganz. Also so an sich sieht es jetzt nicht super schlimm oder schlecht aus. Aber ideal ist es auch nicht. Boah, jetzt muss ich auch noch niesen. Boah, das war bestimmt laut, sorry. Aber dann. Weiß ich nicht. Schade. Ich habe gehofft, dass das irgendwie gut geht. Mach die nochmal weg. Können wir das so hier machen? Ja, das macht eigentlich auch mehr Sinn. Aber das siehst du jetzt von hier wieder so beschissen, ne? Warte mal. In der Mitte. Ja, okay. Ach, da ist ja schon rot gewesen, sag mal. Vor allen Dingen steht es jetzt auch nicht mittig. Ach, das regt mich auf, sowas. Da könnte ich echt abkacken, abkotzen. Tja, dann wird das leider nichts. Hier, das passt ja, ne? Das ist gut hier so unter dem Lichtschalter. Das ist ja alles kein Ding, aber mit den Kassen, das ist nach wie vor so eine Sache. Wäre ja auch nicht ganz so wild, wenn man die, wie gesagt, eben verkaufen könnte. Dann würde ich einfach auch so eine daneben, so eine ganz normale, und dann die einfach hier daneben setzen. Sonst müssen wir halt das trotzdem so lassen. Ich glaube, so sieht es trotzdem einen Tacken besser aus. Dann bleibt es jetzt so. Ich will mich jetzt auch nicht zu lange damit aufhalten. So. Hier könnten wir noch ein Regal kaufen. Das machen wir auch. Das habe ich ganz vergessen. Kaufe jetzt noch. Weil das kostet ja auch wenigstens nur in Anführungszeichen 200. So, dann einmal das Regal. Stopp. Schnell nochmal gucken. Die Lampen war. Eine fehlte. Okay, die kaufen wir jetzt auch noch. So. Und jetzt, weiß nicht, was ist mir jetzt gerade wichtig. Ja, wir brauchen schon einige Sachen, aber ja, das wird, obwohl, 800 minus das, 500 noch ungefähr. Wo fangen wir jetzt an? Den Reis will ich abverkaufen. Okay. Ein bisschen bestellen müssen wir natürlich jetzt wieder. Ne? Das Müsli bleibt drin. Dann nehmen wir hier von vier. Und hier von auch vier. So. Bauen wir das Regal hier noch auf. Das ändert sich dann natürlich irgendwann nochmal, logischerweise. So, jetzt erstmal finde ich das so richtig cool. Mir gefällt das. Hat was. Können wir hier noch, genau wie hier, zwei Regale dorthin stellen und hier dann noch ein, zwei Kühlschränke? Das wird schon. Jetzt räumen wir das Zeug mal eben ein. Möchte gerne oben anfangen. So, ja, jetzt habt ihr auch wieder was zu tun, ne? Steht sonst nur faul rum. Sag mal. Irgendwann lerne ich das auch noch. So. Zack. Ist der Reiniger, der war hier. Ja, der kann auch hier bleiben. Erstmal zumindest. So. So, wenn wir das hier eingeräumt haben, würde ich noch einmal durchschauen, ob wir vielleicht dann zumindest. Was hat. Typ. Reg mich nicht auf. So eine Art Übergangslösung irgendwie zumindest hinbekommen.
Das, also zwecks Produktvielfalt, ne? Dass wir da zumindest jetzt die Regale ja auch ein bisschen befüllen, logischerweise, sonst hätten wir die ja nicht kaufen brauchen. Leere Regale sind ja nicht so geil irgendwie, ne? So. Das Lämpchen. Na ja, das wird überhaupt nicht passen wahrscheinlich. Obwohl, eigentlich ist es die nicht so wirklich passt. Nee. Das war zu viel. So. Und die noch ein bisschen. Ja, die Abstände sind auch nicht gleich. Ich habe das schon alles so gesehen, aber ganz ehrlich. Das ist mir zu viel klein in klein hier und rumgefummelt. Das geht nicht. Da muss ich mit leben, dass ich das nicht perfekt hinbekomme. Das muss aber noch ein Stück rüber. Andererseits müssten die eigentlich alle ein bisschen nach links, weil es hier so dunkel ist. Aber wir lassen das jetzt trotzdem so. Ich will das nicht euch mit meinem Perfektionismus nerven. So. Was habe ich denn jetzt gemacht? In die falsche Richtung. So. Ja, noch ein kleines Stück, dann passt das. So. Geht klar. Räumen wir weiter ein. Ist halt wie so ein kleiner Neustart jetzt, wenn man so will, habe ich ja auch gesagt. Und ich glaube, da werden wir jetzt auch nicht drum herum kommen. Dann nehmen wir halt Öl erstmal noch mit rein. Das packen wir in das eine Regal, die zwei Sorten rein und gut ist. Und dann machen wir erstmal Geld. Hey. Und dann schauen wir mal, was sich da so ergibt in Zukunft. Okay. Ich glaube, ich habe mal wieder einen Fehler gemacht. Scheiße. Aber... Nein. So. Preise habe ich schon länger nicht kontrolliert. Ich bin gar nicht sicher. Hier hat man ja neu reingeräumt. Das sollte ja passen. Ja. Ach Gott, was mache ich? Das passt auch. Das auch. Das hat man ja auch erst neu. Das passt natürlich auch. Ja, die machen wir jetzt auch Abverkauf. Wobei, dann muss ich die vielleicht doch noch einen kurzen Augenblick drin lassen, so bis wir eine neue Lizenz erworben haben. Was ist das denn? Das passt ja gar nicht. Also hat sich doch was verändert, wo ich Gott sei Dank jetzt mal nachgeschaut habe. Sonst kauft das ja keiner. Dann steht das ja noch ewig und drei Tage hier rum. Ach, Mühlbach. Was machst du denn? Haben wir überhaupt solche Süßigkeiten noch? Nee, auch nicht. Oh, die müssen wir halt auch noch kaufen. Das ist wichtig. Die gehen nämlich gut. Ich guck so ein bisschen. So. Jetzt gucken wir nochmal grob die Getränke durch. Hier hätten wir dann soweit alles, außer Kaffee. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube, Kaffee ist wichtiger. Beziehungsweise dringender. Können wir uns das noch leisten? Ja. So, dann packen wir das noch rein. Dann machen wir den Laden auf hier. Müssen wir erstmal ein bisschen Geld verdienen. Geht nicht anders. Können wir hier noch was auffüllen? Ach, ganz ehrlich, das können die machen. Aber diese eine Süßigkeit, das mache ich eben. Weil ich ja da den Zettel weggemacht habe. So. Räumen wir das ein. Jetzt packt er schon die Schokolade ins Regal. Sehr schön. Zip. Na. Kommst du? Muss ich jetzt erstmal natürlich wieder einspielen. Aber habe ich gar kein Problem damit. Fühlt sich gerade sehr gut an. So ein bisschen Umbau. Auch teilweise ein paar neue Waren.
Ist schon gut so. So, wir machen jetzt aber auf, damit hier auch wieder Geld reinkommt. Jetzt haben wir nämlich nichts mehr. Die Schokolade. Was habe ich denn hier noch stehen? Prost. Ach ja, da wollte ich ja noch überlegen. Okay, das können wir auch gleich noch machen. Werden jetzt natürlich die nächste Zeit sehr, sehr viel auch bestellen müssen. Werde ich dann höchstwahrscheinlich auch mal ohne euch machen. Das ist ja, ja, da wird dann mehr schwindelig. Also, so viel hin und her. So, Toast. Hier waren Getränke. Beziehungsweise hier die Sodas, hier die Säfte. Und hier Reinigungszeug. So, dann haben wir hier die Küchlein. Und hier ist Salz. Wir können das Toastbrot hier unten und dann wandert das jeweils einfach hoch. Und das Salz. Beziehungsweise das ist ja irgendwann auch gleich. Aber müssen wir mal ein bisschen gucken, wie es mit dem Geld ist. Das könnt ihr im Moment nicht nachfüllen. Ich mache das mal eben selbst. Jetzt muss ich erstmal selber suchen. Wo war das denn? Ne, warte mal, das war hier vorne. Ah, gefällt mir richtig gut jetzt der Laden. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Platz. Hier kann noch was rein. Hier nochmal zwei Produkte. Das sind schon vier. Also vier Produkte noch. Und dann als nächstes noch ein Kühlschrank, würde ich sagen. Es ist leer. Ich glaube, bei denen sieht man das ganz gut. Ne? So. Bin ich mal gespannt. Kauft mal schön ein. Immer hereinspaziert. Ja, Sir. Richtig so. Rein da. Sie auch, Madame. Noch zwei Kunden. Hier kommt noch eine Kundin. Geht hier ins Hotel, kann ich auch rein? Ja. So. Cool, cool. So. Vielleicht reicht das jetzt schon fürs Öl. Weil darauf läuft es jetzt hinaus. Gucken aber nochmal durch. Also Milch nehme ich dann auch noch rein, wenn wir noch einen Kühlschrank haben. Das können wir uns schon mal merken. Und Eier. Da machen wir Eier und Milch in einen Schrank rein, würde ich sagen. Das sind jeweils, also was heißt jeweils, das sind 12 und 16, ist gut. Kaffee werde ich als Ausnahme natürlich behalten, auch wenn es nur 8 sind, aber Kaffee geht halt und bringt, glaube ich, auch einen relativ hohen Gewinn ein. Der ist gerade im Angebot, da kaufen wir mal 4 Stück. Das andere lasse ich jetzt erstmal. Den hatten wir erst gekauft. Seife kostet nicht viel, das können wir auch dann nochmal bestellen. So, hier ist das eine. Das ist natürlich teuer, ne? Aber sind wenigstens 12 drin. Komm, wir machen halt ein Ölregal. Was soll's. Machen wir 3 und von dem anderen auch 3. Dann reicht das jetzt noch nicht, um das komplett zu füllen, aber... Ist ja nicht so wild. So, da habe ich sogar Bock drauf, das selber zu machen. Da fuschen die mir wenigstens nicht dazwischen. Ich lasse das nämlich deswegen hier draußen. So, Öl machen wir hier. Wie machen die das in echten Läden immer? Das günstige immer nach unten, ne? Machen wir es auch mal so. Ist das das Öl? Ja. Nach. Ja. Weg. 6. Nein, ich hab mich vertippt, Mann. So. Na komm. Das sollte schon drin sein. So. So. Oh, ich dachte gerade, die stehen alle nur an einer Kasse. Wie sieht das überhaupt aus? Passt das so? Ja. Die quetschen sich halt hier durch, um an ihren Platz zu kommen. Nee, aber jetzt bin ich dann doch damit zufrieden. Es ist okay. Man könnte natürlich, um das zu kaschieren, hier was hinstellen, aber das macht für mich halt gar keinen Sinn. So, wenn man halt eigentlich rausgeht, weiß ich nicht.
Gefällt mir nicht. Ich glaube, wir setzen die einfach jetzt hier hin. So mittig unter den Schalter. Und da bleibt die, glaube ich, auch. So. Lichtschalter können wir auch gleich einmal betätigen. Wie sieht das da aus? Geh mal weg hier. Na, geht noch. Das könnt ihr machen. Gut, muss gucken. Vielleicht, wenn ich einen Karton komplett leer bekommen hätte, hätte ich es mal eben gemacht. So. Orangensaft war da. Wo ist das andere Öl? Nee, das ist das Falsche. Schmeiß das mal schon mal rein. Da ist es. So. So. Mache ich wirklich... Na, ich mache das. Ist egal. Wir machen 4 rein. Oder 4... Na. 4. Oder 2 rein komplett durch. So. So, das kostet 6,99 bei uns. Zack. So. Mal den Saft mal eben weg hier. Haben wir da wenigstens auch schon mal wieder was. Ja, wenn jetzt mal zwischenzeitlich irgendwas vergriffen sein sollte, dann ist das halt so. Dann ist es halt so. Aber es ist hier wirklich ziemlich dunkel. Aber wenn wir dann noch weiter erweitern, dann ist es dort automatisch auch wieder hell. Weil dann kommen ja neue Lampen. Das geht schon. Wir lassen das jetzt so. Oder das sind so Kleinigkeiten, wenn ich mal richtig Bock und Langeweile habe, setze ich mich vielleicht mal hin und positioniere die ganzen Lampen. Aber da graut es mir ehrlich gesagt ganz schön vor. Ich glaube, ich werde das nicht machen. So, der Öl scheint aber auch ganz gut zu gehen. Oder habe ich jetzt einen Karton übersehen? Ja, natürlich. Hier, den. Schon sagen. So, hier auch noch. So. So. Während die dann noch abkassieren, holen wir uns jetzt diese Lizenz hier, glaube ich. Obwohl ich, wie gesagt, davon nur den Honig, glaube ich, nehmen würde. Die wäre mir schon lieber. Wegen Gefrierfach und so. Komm, wir nehmen die. Ja. Können wir ja gleich mal schauen. Wie viel ist denn da jetzt immer drin? Müsli sind auch 12. Das ist gut. Gut, da sind sogar 24 für den Kühlschrank. Siehst du noch, was für ein Kühlschrank ist ja an sich auch nicht verkehrt. Da wollten wir ja auch noch ein bisschen mehr. Hähnchen sind 4 Stück. Nehme ich nicht. Kartoffeln nehme ich nicht. Hier 32 Pizzen. Geil. Pommes 12. Auch geil. Da haben wir doch schon gleich die 2 Produkte für das Tiefkühlfach. Ja. Aber vorsichtig. Nicht jetzt übertreiben. Wir müssen ja auch ein bisschen Geld haben, um ein paar Einkäufe zu tätigen. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall die Kuchen. Gehen wir jetzt einmal von links nach rechts durch und dann andere Seite das gleiche. So, das war hier. Nehmen wir 4. Das reicht natürlich nicht. Da müssen wir dann noch viel, viel mehr kaufen, aber... Wir haben halt das Geld nicht. Aber es kommt jetzt wieder rein. Seife könnten wir noch einmal mitnehmen. Oder zweimal. So, dann haben wir das voll. Wir beenden den Tag. Irgendwas war angeblich immer noch zu teuer. Ihr wollt mich doch verarschen. So, den die Nudeln ausverkauft. Ich lasse die jetzt doch erstmal weg dann. Ich muss eh so viele Waren einkaufen. Da kaufe ich lieber erstmal die ein, die ich auch weiterhin im Sortiment führen möchte. Achso, jetzt fehlen ja 10 Dollar. Und den sollte ich vielleicht auch aufmachen. So. Ich überlege, sollen wir mal ein bisschen noch abkassieren? Aber dann muss ich diese Gebühr fürs Feuern und Einstellen zahlen. Das will ich nicht. Aber ich dachte mir, so ein paar Punkte sammeln.
Damit wir dann irgendwann, war es die nächste Kasse, glaube ich, ne? Glaube ja. Ne. Also für den nächsten Kassierer doch sowas, ja. Der Level hätten wir ja sogar, aber da müssen wir dann halt noch mal ein bisschen ran und selber ein bisschen kassieren, aber ist ja auch nicht so schlimm. So, da muss ich mich natürlich erstmal jetzt wieder umgewöhnen und gucken, was in welchem Regal ist. Aber da war jetzt noch ein drittes Müsli dabei. Da machen wir komplett schön ein Müsli-Regal. Das klingt gut. Dann machen wir das auch ganz nach vorne jetzt. Dann weiß ich, dass da immer das Müsli ist. So. Nicht vergessen zu löschen. Dann steht gleich wieder das Zeug da. So. Und das hier auch löschen. So, jetzt bestellen wir. So, heute halt gemütlich. Bisschen könnt ihr ruhig mal dabei sein, wenn wir hier auffüllen und die neuen Waren bestellen. Dann seid ihr ja gleich auch nochmal dabei. Wir bestellen gleich noch die Pommes und die Pizzen. Oh, Seife ist auch schon komplett aus. Ja, wir müssen jetzt langsam erstmal wieder hier reinkommen, so mehr oder weniger. Oh, hab ich die. Ne, der hat die gerade weggenommen. Okay. Die kleinen Küchlein. So, ich guck mal, ich habe wieder ein bisschen nochmal umgestellt in der Hoffnung, dass es noch ein bisschen besser wird. Was Nebengeräusche angeht. Also wenn ich nicht rede, ist ja wie gesagt alles tippitoppi. Ne? Man hört weder den Rechner noch sonst irgendwas. Aber sobald das Mikro halt öffnet und ich spreche, flutschen natürlich die Nebengeräusche mit durch, logischerweise. Aber je nachdem, wie verstärkt dann auch leisere Geräusche sind, du stellst ja auch so ein bisschen das ein, dass wenn du halt mal etwas laut oder leiser redest, dass das nicht so ein extremen Unterschied ausmacht, beziehungsweise man dich vielleicht dann teilweise gar nicht mehr versteht oder auch wenn du mal ein bisschen weiter weg gehst, wird das halt verstärkt und da bin ich jetzt auch noch ein bisschen runtergegangen, dass auch eben einfach dieses Klicken nicht noch zusätzlich lauter wird. Andererseits will ich auch nicht, dass dann diese Schwankung in der Stimme zu deutlich hörbar ist. Das ist halt dann so ein Kompromiss. Ich werde bei dieser Aufnahme nochmal genau reinhören. Und sollte es immer noch extrem nervig sein, muss ich mich daran gewöhnen, bis ich mal irgendwann ein anderes Mikro habe. Weil die Maus finde ich eigentlich an sich gut. Dann brauche ich halt ein Mikrofon, was nicht so sensibel ist und aufnimmt. Keine Ahnung. So. Geld haben wir nicht wirklich viel. Ich würde halt gerne. Naja, nee, wir machen das jetzt in Ruhe mit den Sachen. Ja, aber warte mal, wie machen wir das denn? Könnte man ja hier auch komplettes Müsli-Regal machen, zwei Stück. Ist irgendwie auch nicht schlecht. Und dann wäre mehr oder weniger ja auch alles voll. Da müssen wir da mal schauen. Ich weiß nicht. Das kommt nach und nach bei mir. Oder hier, das mit den Süßigkeiten, die würde ich, glaube ich, gerne hier so. Obwohl, mit diesem Reinigungszeug und so. Wir können später so richtig, vielleicht wenn wir bei diesem, sage ich mal, Boxenformat bleiben hier, ne, diese drei Regale so, oder irgendwann dann höchstwahrscheinlich vier oder fünf, ne, je nachdem, wie weit es in die Tiefe geht. Und dann vielleicht so in Schlangenform so ein bisschen durch. Da kann man ja dann mal schauen, wenn wir noch mehr umfangreicheres Sortiment haben. Auch überhaupt bestellen können, meine ich. Also gleiche Dinge wie hier Haushaltswaren, wenn wir dann noch ein Shampoo und noch eine andere Seife haben, dass wir das dann so echt so ein bisschen auch alles separieren, ne? Aber jetzt müssen wir erstmal uns hier ranhalten, die bestehenden Waren zu kaufen und aufzufüllen, sonst funktioniert das ja nicht. Machen wir hier gleich vier. Hier auch. Obwohl, so viele brauchen wir gar nicht, sehe ich gerade. Manchmal habe ich auch irgendwie einen kleinen Klatsch weg. So. Nochmal Licht.
Was brauchen wir stattdessen? Da. Ja, wird wir überlegen jetzt, was kommt hier rein? Das bleibt das Müsli-Regal hier. Kuchen und Brot wäre irgendwie auch geil. Dann wandert das jetzt eins rüber. So. Dann mach doch weg. Weil Brot gibt es auch noch. Das habe ich auch, glaube ich, schon gesehen. Stell es doch rein. So. Dann würde ich das hier erstmal auch so lassen. Oder vorübergehend. Aber. Obwohl, das können wir. Nee, das machen wir auch. Hab ich schon wieder vergessen. Ja. Ich hab's. Wir packen ja das Toastbrot noch mit hier rein. Das hatte ich schon wieder vergessen. Ja, ist jetzt ein bisschen aufwendig alles. Aber so kommt hier nach und nach Ordnung rein. Ich möchte das hier im Lager sinnvoll sortiert haben, damit ich immer auf einen Blick Bescheid weiß quasi. So. Hier gehen wir runter, nehmen wir nur zwei, das reicht. Toastbrot. Ich glaube, nehmen wir gleich fünf. Das können wir sogar noch bestellen. So, dann räumen wir das auch noch ein. Also, Toastbrot ist bestimmt. Nee. Nein. Hä? Ich will's. Achso. Wo ist das Toastbrot da? Ach, geht sogar noch. Ich hatte ehrlich gesagt Sorge, das ist schon fast ausverkauft. Aber das hält sich ja noch in Grenzen. Ja, deine Spaghetti. Wir führen sowas ab jetzt nicht mehr. Ist halt so. Tut mir leid. Ja, aber haben sie schon ordentlich gekauft. Aber es reicht erstmal. Den Rest können die dann machen. So, nein. Erstmal umgewöhnen. So. Zack. Stellen wir erstmal dahin. Jetzt können die noch ein bisschen schuften. Also nicht böse gemeint oder so. Nicht ausbeutermäßig oder so, sondern einfach nur. Die brauchen ein bisschen Zeit, die kommen sonst nicht hinterher. So. Ja, und Toastbrot. Nö, das kann eigentlich so bleiben. Ehrlich gesagt. Weil das nimmt ja viel Platz weg. So. Kassen leer? Nee, letzte Kunde. Ja, mal eben einen Schluck Kaffee nehmen. So. Ja. Geschnittenes Brot, das ist ja das. Okay. Ärgerlich, wir haben es jetzt gerade gekauft, ne? Jetzt ist es etwas günstiger, aber es macht sich bei dem Brot jetzt nicht so krass bemerkbar. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen einfach prinzipiell immer in. Also, dass es nicht mehr als 20 Cent drüber ist. Weil irgendwas ist ja angeblich immer noch zu teuer. Habe ich was übersehen? Oh, wir müssen. Nein! Wir müssen Wasser und Apfelsaft bestellen. Ja, das kann es ja eigentlich nicht sein. Das auch nicht. Das eigentlich auch nicht. Also irgendwas. Ne. Warte mal, das könnte es ja vielleicht. Aber das hatten wir uns so vorhin angeguckt. Nö, das passt. Das sind 19 Cent. Beim Salz. Das sollte eigentlich auch noch okay sein. Das auch. Ja, gute Frage. Ist es vielleicht der Kaffee? Machen wir hier halt. Keine Ahnung, 44. Mal gucken, ob es jetzt weg ist. Also die Süßigkeiten hatte ich noch nicht.
19 Cent sollte eigentlich noch okay sein. Hier auch. Ja, dann, keine Ahnung. Die Erdnussbutter hatte ich die eben. Ja, passt. So, laden auf. So, wir gehen jetzt einfach weiter systematisch vor. Toastbrot ist gerade günstig wie nie. Dann nehmen wir sofort welche mit. Da noch eins. Ich will es jetzt einmal alles voll haben. Und dann nehmen wir Öl. Weil das auch da hinten ist. Kaffee. Und noch zweimal Öl. Dann dürfte das Öl so halbwegs voll sein. So, jetzt machen wir die Getränke. Wasser. Apfelsaft. Orangensaft ein. Wie viel hatte ich da jetzt Apfelsaft? Brauchen wir mindestens, ja, eigentlich sogar 5. So, jetzt brauchen wir Soda komplett. Oh Gott, ich glaube, das muss erstmal reichen. Das ist ja schon wieder so viel jetzt. Das können wir mal eben direkt auffüllen. So, dann steht das Schildchen auch wieder da. So. Oh. So, Cola war hier. Ja, wie gesagt, wenn jetzt mal was vergriffen ist, dann ist es halt so. Zack. Ein Toastbrot war im Angebot, da muss man ja zuschlagen. Da ist noch eins. Da ist schon voll. Sehr schön. Das liegt aber auch bis sonst wo, ne? Oh, das machen wir auch mal eben selbst. Wie gesagt, die kommen nicht hinterher, das ist einfach so. So, Cola. Hat er gerade rausgenommen. Das ist immer irritierend, wenn dann auf einmal wieder leer ist. So, das Müsli. Sprite. Und noch einmal Toast. Apfelsaft. Der war... Nee, ist oben. Ja, dann würde ich vielleicht gleich noch die Pizzen holen. Aber erst muss ich das jetzt hier, das geht nicht anders. Und dann würde ich auch schnellstmöglich noch einen Kühlschrank kaufen. Und dann noch Joghurt und Butter oder so. Das ist cool. Das wird geil. Der Laden wird immer besser jetzt von Folge zu Folge. So, ey, ich muss mich dran gewöhnen, dass das jetzt hier steht. Im Idealfall bleibt es jetzt auch immer so. Also klar, wenn das Lager größer wird, müssen wir umräumen, aber dann lasse ich, die Kombination in den Regalen, die Produkte, das lasse ich dann auf jeden Fall so. Ja, Alter, wir haben ja auch hier die Möglichkeit, noch eine Cola mit reinzunehmen, diese eine Sorte da. Oder mal gucken, was da vielleicht noch so kommt. Deswegen Kühlschränke können wir auf jeden Fall auch nochmal 2 gebrauchen oder so. So. Das Öl, ja, das können wir, glaube ich, auffüllen. Aber sowas von. Es hat bestimmt schon eine gemeckert oder ein Näher. Ich habe kein Öl gefunden. Was? Welches Müsli? Ja, da stehen 2 von 3 Sorten. Er will natürlich unbedingt die andere. Da kann man doch auch zur Not mal eine andere Sorte ausprobieren, Mensch. So. Das Öl. Läuft.
stelle das jetzt mal kurz hier hin, da muss ich gleich mal überlegen, wo ich das reinmache. Salz und Öl, das könnte man in ein Regal machen. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Cola, so. Weg da. Oh ja, wir machen mal das Licht an. So, wird doch langsam wieder. So. Jetzt können wir noch eine Bestellung aufgeben. Dann würde ich hier das Öl reinmachen. Unter das Salz. Das ist gut. Ja, wir machen das jetzt auch einfach so. Bis ich dann weiß, alle Produkte sind auch wieder aufgefüllt. Was ich jetzt zuerst nehme, ist am Ende auch scheißegal. Können wir nochmal eins mitnehmen, weil es im Angebot ist. Wo ist das andere Öl? Ganz unten, glaube ich. Schade, dass es nicht irgendwie sortiert wird. Reicht das erstmal? Nee, reicht nicht. Komm. So. So, wir bestellen das jetzt einfach einmal. Hier könnte echt noch mehr Licht rein. So. Ja, das ist halt, ne, das war schon ziemlich vergriffen teilweise, das Zeug. Kuchen brauchen wir ja auch schon wieder. So. Dann hätten wir das. Ja, die Süßigkeiten sind schon wieder komplett weg. Schnell. Noch geschafft, sehr schön. So, das räumen wir jetzt auch noch ein. War das? Nee. Würde mich ja irgendwie nicht wundern, wenn irgendwie einer sich beschwert, es ist zu dunkel. So. Rein da. So. Hier, genau. Machen wir hier das Öl hin. Ach Mensch, könnt ihr nicht mal kurz die Sachen stehen lassen? Jetzt habe ich mich wieder vertan. So. Räumt mal schön in Ruhe ein. Es sind ja auch noch Kunden da. Kein Stress. So. Die füllen wir, glaube ich, mal eben selber auf. Zack. Ja, müssen wir auch mal schauen. Gehen das jetzt von Regal zu Regal einfach schön durch. Ob da vielleicht sogar reicht, wenn man einmal... Ah, ich habe das bei den anderen auch so gemacht. Ich finde, das schadet auch nicht. Dann hast du davon immer eine etwas größere Reserve und dann musst du nicht immer gleichzeitig alles neu kaufen, weißt du? Weil wenn du von allem die gleiche Anzahl hast, mehr oder weniger, dann wird auch alles gleichzeitig leer. Und so kommt das dann nacheinander. Ist auch nicht so verkehrt wahrscheinlich. Ja, guck mal eins dahin tun. Der Übersicht halber. So. So, der war... So, Kunden sind... Nein. Kunden sind raus. Letztes Paket. So. Wie viel haben wir? 800 haben wir sogar noch. Nichts zu teuer. Ja, das ist doch gut. Geschirrspültabs haben wir nicht. Könnt ihr aufmachen. Ich gucke auch mal so ein bisschen auf die Zeit. Wie gesagt, eine gemütliche Folge. So einfach mit ein bisschen einräumen. Mit ein bisschen... Ausprobiererei und Umstrukturiererei. Vielleicht stellen wir es doch hier so hin. Das sieht, glaube ich, doch besser aus, oder?
Nee. Auch nicht. Das war schon gut so. Die kommen auch bald, die Pizzen. So. Das Müsli ist aber auch krass, ne? Aber die Regale waren halt auch nicht wirklich voll, glaube ich, ne? Aber ich will jetzt auch nicht zu viel, dass sie es wieder nicht mehr in die Regale bekomme. So, Müsli hat sich erledigt. Toast ist auch genug, Salz ist genug. Die Küchlein sind aber noch nicht genug. Aber das soll dann erstmal reichen hier in dem Bereich. Öl reicht auch noch nicht. Und ich bin ziemlich sicher, dass das günstige besser geht. So. So, Öl, Salz, bleibt es erstmal so, hat sie erledigt. Erdnussbutter, Süßigkeiten, Tee und Kaffee. Ja, hole ich gleich 6 Stück, dann ist halt Ruhe. Dann machen wir hier mal Tee. Das wird halt arschteuer. Haben wir aber gleich. In der Zeit räumen wir das schon mal weg. So. Ja, Kaffee geht halt übelst ins Geld, ne? So, konzentriert bleiben. So. Es wird aber. So. Das gute Öl hatte ich einfach oben hin gemacht, genauso wie im Regal, damit ich das einfach intuitiv genau weiß. So. Das Müsli noch. Weil das für mich kein Müsli ist, aber ja. So, das gleich noch mit einräumen. Ja, ne, jetzt ist mal wieder ein bisschen so das Einräumen mit drin. Aber ab und zu mal ist das, glaube ich, okay. Aber wenn das ständig wäre, glaube ich... Oh, da hat man ja sogar noch einmal Cornflakes auf dem Boden hier. Ja. Also ab und zu mal kann man das machen. Aber wenn jetzt in jeder Folge irgendwie 70-80% nur... Brennerei ist im Lager, rein und raus, wird das... Ah, weiß ich nicht. Nicht so geil. Klar gehört es zum Spiel dazu, aber trotzdem ist es dann absolut nicht unterhaltsam. Es wäre so wie bei einem Survival-Game, jemand zeigt 80% der Folge nur, wie er Holz hackt und das halt immer und immer wieder. Das ist halt... langweilig. Ja, gut, dass wir so viel Kaffee gekauft haben. Das war jetzt zwar teuer, aber den behalte ich auf jeden Fall. Ich bin selbst auch Kaffeetrinker. Ja, schwer zu erkennen. Ständig hier Kaffee auch dabei getrunken. Deswegen ist das auch die Ausnahme mit den 8 Pro. Aber dafür ist ja hier zumindest das Paket nicht so riesig und nimmt nicht noch zusätzlich super viel Platz weg. Ja. So. Hätten wir das auch. Das ist gut, das ist gut. Jetzt wären die Süßigkeiten... und die Erdnussbutter dran. Warte. Ich will das mal eben loswerden hier. Zack. Süßigkeiten, Erdnussbutter. Zack. Und noch 2x Kaffee. So. Geht natürlich ins Geld, logischerweise, aber dann ist das Lager bald wieder voll und dann läuft das. Und ob ich die Sachen hier lasse, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich will jetzt erstmal kurz trotzdem den Bestand auf Vordermann bringen. Seife und Dingens hier, das Shampoo ist sehr wichtig. Ich glaube, oh Gott, ist das schon komplett vergriffen? Nee, aber fast. Scheiße. Ich glaube, das sollten... Aber das ist ganz schön teuer, ne? Scheiße, aber das müssen wir bestellen. Wenigstens 2. Und Seife. Alter, das ist ja jetzt nicht mehr so weit unten, weil wir neue Artikel haben. Das machen wir gleich so. Da hat sich das Thema Seife komplett erledigt. Und dann bloß nochmal das Shampoo. So, wo ist das?
Hier? Nö. Ja, weil ich davon jetzt nur zwei geholt habe, aber ich würde gerne... Das gibt's doch nicht. Da. Schnell einmal das auffüllen, bevor es gleich doch ganz ausverkauft ist. Also greifen Sie zu. Licht müssen wir auch anmachen. Wie das hier draußen aussieht. Kommt bloß nicht auf dumme Gedanken und klaut mir das Zeug hier. Das ist Ärger. So. Und das hier vorne bleibt halt auch dieses Regal. Das wird auch definitiv so bleiben. Da kommen ja dann auch noch ein paar andere Sachen dazu. Das ist schon alles gut so. Und wenn das Lager dann noch größer ist oder wir in der Mitte doch noch... Also so ein bis zwei Regale könnte ich mir vorstellen, hier auch noch inzwischen. Ja, zwei, mehr nicht. Sonst ist mir das hier zu eng. So. Aber noch brauchen wir das ja auch gar nicht. Diese Ecke hier. So, Seife ordentlich gleich da. Aber es gibt halt eben manche Produkte jetzt nicht mehr. Kein Toilettenpapier, keine Nudeln. Ja, aber wie gesagt, das soll ja... Also es ist ja dann auch für mich schwierig, ne? Wenn ich dann so viel zusätzliche Zeit, also noch obendrauf, damit verbringe, weil ich noch viel mehr Kartons schleppen muss, weil halt nichts drin ist in diesen scheiß Kartons. Ne, das macht mir keinen Spaß und deswegen kommen dann diese Produkte halt einfach raus. Sonst müsste ich auch noch viel mehr schneiden und hätte auch selber nicht so richtig Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Da vergeht mir dann auch die Lust etwas. So. So, Seife ist sogar schon richtig voll, das gefällt mir. So, jetzt gehen wir die Bestellung für morgen schon mal auf. Die nehmen wir noch mit und dann höre ich auf für heute, würde ich sagen. Dann machen wir jetzt als letztes, nein, als letztes nehmen wir jetzt noch schnell die Pommes, die Pizzen. Und morgen, ach komm, machen wir gleich 5-5. Und, ah, das klappt ganz knapp nicht. Doch, es reicht, oder? Komm, ein paar Dollar noch. Ja, ansonsten warten wir halt ein paar Sekunden morgen früh. Dann nehmen wir die jetzt noch mit rein, die neuen Produkte. So als Abschluss. Genau. Hier würde ich zwar eher Eis und so reinmachen später mal, aber wie gesagt, bis das mal kommt. Dann machen wir halt hier noch eine zweite Truhe hin. Dann haben wir das hier. Ist schon gut. So. Und unzufriedener? Ich habe nicht die Preise kontrolliert. Ja, zwei. Ja, das muss ich dann leider jetzt auch noch machen. Der Kaffee ist teurer geworden. Erdnussbutter gefallen. Ach du Scheiße. Eins am anderen. Gut, dass wir Kaffee gekauft hatten. Ich hatte es schon so ein bisschen im Gefühl. Aber 9,99. So. Die Erdnussbutter war es noch. Dann waren es Eier, die haben wir nicht. Und das letzte habe ich nicht mehr gesehen. Machen wir 4. Und 4. Nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie verrutsche ich ständig in der Reihe. So. Genau. Machen wir auf. Preise haben wir ja geändert. Ich werde jetzt nicht alles durchgehen. Wenn dann wieder Unzufriedene sind und es geht nicht weg, dann. Haben wir hier Platz? Ja. Nein, das. So. Jetzt fehlen noch ein... Ja, sogar ein bisschen viel fehlt uns. Da jetzt Rechnungen und die Gebühren für die Angestellten fällig waren. Ja. Ist aber auch nicht so wild. Ansonsten sieht das auf der Seite doch schon ganz gut aus. Außer die Erdnussbutter, die ist halt jetzt auch komplett aus, ne? Aber die ist ja gerade im Preis gefallen. Das heißt, die können wir auch etwas günstiger einkaufen. Da können wir ja ordentlich Erdnussbutter noch kaufen. Ja, das dauert jetzt noch ein, zwei Tage. Dann ist es wieder komplett eingespielt. Hier haben wir eigentlich wieder alles schon regelmäßig voll. Hier ist es nur die Erdnussbutter, die noch fehlt. Erdnussbutter, Shampoo. Und Kaffee. Dann haben wir es eigentlich.
So, jetzt warten wir mal noch ganz kurz. Gucken wir ein bisschen her. Kommt noch Butter. Schnauze. Wie viel waren es? 677, glaube ich. Ja, das sollte jetzt passen. Noch zwei, drei Kunden. Ja, 677. So, dann können wir das noch schön einsortieren. Da bräuchten wir. Wo packen wir das denn so lange mit rein? Einfach erstmal unter den Saft, würde ich sagen. Ach ja, die Lieferung kostet. Ja, jetzt aber los. Ich möchte die Folgen nicht mehr über 1,10 halten. Ich glaube, dass das dann etwas zu viel ist. Also ist ja auch eine Geschmacksfrage, auch da ich selber persönlich mag etwas längere Videos lieber, aber es ist halt Geschmackssache, ne? Wie viel waren hier drin? 12, ne? Mist. Ja. Ist ja auch nicht viel, da brauchst du ja eigentlich eine Truhe nur für die Pommes, ey. Ne, wo. Ich will die Fritten. Die Pizzen. Okay, los. Müssen wir auch mal überlegen, wie wir das dann machen. Also bei den Pizzen hast du ja viel mehr dann jetzt drin. Es muss schon immer so ein bisschen gleich sein, sonst. Also das ist ein bisschen wenig an Pommes, was da reinpasst, so jetzt im Moment. Ja, die stellen wir jetzt erstmal einfach hier rein. Da machen wir uns dann zu gegebener Zeit nochmal Gedanken. Pommes. Pommes. Guten Pizzen. Aber. Ach, und ich habe wieder vergessen, die Preise einzustellen. Weg da! Oh Gott. Machen wir 6 Euro. Das sind genau 20 Cent. Bei dem höheren Preis sollte das doch eigentlich klar gehen. Hier haben wir. Hier machen wir 5,29, würde ich sagen. So. Jetzt räumen wir das noch ein. Eventuell würde ich, bevor ich morgen euch dann wieder mit dazu hole, vielleicht ein, zwei Bestellungen schon machen. Was ist denn hier los? Das sind die zwei, die übrig geblieben waren, oder keine Ahnung, wie viele. Richtig? Ist das voll, oder? Nee, das ist voll. Was? Also manchmal lassen die auch Sachen einfach irgendwo liegen, ne? Ist mir auch schon aufgefallen. Genau. So. Ruhe befüllt. Da hinten alles befüllt. Wir haben jetzt natürlich. Ah, das habe ich vergessen. Das packe ich jetzt noch eben in den Einkaufswagen. Das habe ich ja ganz vergessen. Und beiden gleich 5. Ich klicke auch auf Bestellen. So, damit ich das nämlich nicht vergesse. Genau. Dann haben wir hier noch eine Reihe, hier noch eine Reihe. Und da müssen wir nämlich überlegen, weil der Reiniger kann ja hier auf die Rückseite und die Süßigkeiten dann eher hierhin. Irgendwie so. Das kann man dann auch alles mal in Ruhe machen. Genau, machen noch eben das Licht an. Warten jetzt. Ja, passt noch. Warten jetzt einfach noch den Tag. Aber warte. Wenn ich das jetzt dort wieder einfülle, wird das ja wieder nichts. Das Umsortieren ist halt echt anstrengend, weil ich jetzt wieder die passenden Kisten brauche und das kann ich auch nicht. Also nee, dafür muss ich mir mal Zeit nehmen, da muss ich die einmal feuern und der Laden muss geschlossen sein. Das wird jetzt nichts und da will ich auch noch mal ein bisschen in Ruhe drüber nachdenken. Dann packen wir jetzt erstmal das Zeug hier rein. Und dann ist gut. Dann räumen wir jetzt noch schnell die paar Sachen hier ein. Das war immer hier, das weiß ich.
So. Laden ist gleich leer. Und wir haben das hier auch noch eingeräumt. Aber es fühlt sich jetzt ja langsam wieder. Sieht man ja auch. Also gerade Seife haben wir ordentlich gekauft. Die ganzen Müsli-Sorten da, die zwei. Und die Kuchen-Dingsbums-Küchlein. Oder was genau das eigentlich ist. Ich glaube, das sind so kleine, so wie Schokocroissants vielleicht oder sowas in der Art. Keine Ahnung. So. Kekse? Also das ist, nee, das ist so ein richtiger am Stück. Hm. Angeblich, anscheinend. Ja, aber was ist das denn für ein Kuchen? Oder ist das... Nee, ich habe keine Ahnung. Ist auch egal, auf jeden Fall finde ich, ich finde es jetzt gut, mir gefällt es jetzt. Wie gesagt, klar kann man alles gewinnen, optimiert und maximiert machen, aber es soll ja auch Spaß machen und ich finde einfach, es muss mir auch optisch gefallen, ich muss auch mit den Produkten zufrieden sein und eben, dass ich eben nicht so krass ständig riesige Kartons bestellen muss, in denen halt nur vier Sachen, vier Teile drin sind, viermal Klopapier, ist doch scheiße. Ist einfach so. So, bevor ich mich gleich komplett verabschiede, immer dran denken, ich werde das mal ein bisschen anders machen, also zur Abwechslung. Und nicht immer am Ende euch damit noch voll labern. Das werde ich demnächst eher am Anfang sagen. Also gerne mit dem Daumen interagieren, wenn es geht, den hier nehmen, aber gerne auch den. Hauptsache Interaktion. Also, Daumen interagieren, gerne kommentieren und im besten Fall abonnieren. Wisst ihr Bescheid. Ach, hier waren die offenen Pizzen, jetzt sehe ich's. Ist immer noch kein Platz. Okay, lassen wir den ganzen Quatsch hier. Das passt aber jetzt noch rein. So, das war die letzte Aktion. Ich würde sagen, wir beenden den Tag. Zwei Sachen waren angeblich wieder zu teuer. Ja, dann müssen wir morgen dann doch mal alle Produkte durchgehen. Geschnittenes Brot, bevor wir aufmachen. Und ich das morgen definitiv vergessen habe. Machen jetzt einfach 4,99 so. Genau. Und da würde ich sagen, wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Da wird dann auch wahrscheinlich nochmal mehr oder weniger so ein bisschen auffüllen sein. Und Bestellungen auch, aber nicht mehr so viele. Und ja, dann mal schauen, was wir so als nächstes als Ziel uns vornehmen. Ich würde sagen, noch zwei Kühlschränke oder vielleicht sogar... Ja, zwei, drei Stück so. Noch zwei Regale da hinten. Dann noch gucken. Noch vielleicht Tiefkühlfach. Obwohl wir dafür, glaube ich, jetzt nicht die passenden Produkte hätten. Schauen wir mal. Und sollte es dann immer so sein, dass es doch wieder zu lange irgendwie Leerlauf gibt, ne, dass das halt auch sehr lange irgendwie gar nichts Neues passiert, dann werde ich auch wieder mehr schneiden. Aber jetzt so für den Neuaufbau, das Umstrukturieren, Umbauen. Und dann so ein bisschen auch das Befüllen. Klar, waren jetzt wahrscheinlich auch 40-50% oder so. Aber ich denke, einmal kann man das auch machen. In dem Sinne würde ich sagen, bis morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder wann auch immer ihr das schaut. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.